Hey Leute, was geht? Hier sind Julian und Julius und herzlich willkommen zu einem letzten SBB hier in FIFA 23 um die Goats Cristiano Ronaldo und bei mir der zweitbeste Lionel Messi. Es sind die zwei besten Fußballer aller Zeiten und kann man nicht viel zu sagen. Kann man nicht viel zu sagen, wird aber ein geiles SBB zum Ende von FIFA 23. Und damit das Ganze noch nicer wird, machen wir jetzt noch einen Footies-Pick auf und den dürfen wir uns dann nicht verraten, müssen wir aber einbauen. Wenn es eine Premium-Karte ist, haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt. Das ist auch relativ wahrscheinlich. Vielleicht zieht der ein oder andere ja jetzt noch den anderen Goat, also ich Messi und du Ronaldo, dann wäre es ultra sick. Und was ihr auf jeden Fall noch abchecken solltet, ist auch den Link in der Beschreibung. MyProtein mit unserem Code FU kriegt ihr da immer die höchsten Rabatte. Da kommt nämlich demnächst was Großes auf euch zu. Mehr dazu erfahrt ihr auch bei unseren Instagram-Accounts. Da informieren wir euch auch immer, wenn Aktionen stattfinden. Und dann würde ich sagen, geh mal rein in den Pick, oder, Jules? Geh mal rein in 3, 2, 1. Let's go! Ja, ich darf nicht reagieren. Das ist auch so ein Klassiker bei euch in den Kommentaren. Immer wenn man nicht reagieren darf, kann man davon ausgehen, dass Julian doch reagiert. Aber heute werde ich das nicht machen. Ja, das... Oh Mann, Alter. Ja, bitte. Der ist ein Spieler. Es ist wirklich krass, ja. Es fällt mir schwer. Oh nein. Sehr mitteilungsbedürftig. Ja. Ja, okay. Der Pick ist gezogen, der Spieler ist gewählt. Wir bauen die Teams und dann sehen wir uns gleich wieder. Nämlich so, Teams sind gebaut und ich hätte gerne bei dir 4-4-2 RM, Stürmer, LM. Okay, das ist ja random irgendwie. Macht man selten so, aber du hast wahrscheinlich drei Footies aufgeschrieben, oder? Einen. Einen? Okay, krass. Einer von den dreien ist nämlich mein zweiter Spieler. Wer es allerdings nicht ist, ist der LM, das ist Thüram. Inter Mailand hat 5-1 gewonnen. Die Karte ist noch nicht geupgradet. Grüße gehen raus. RM, Pauli, Pogba. Und im Sturm mein Bruder Antonio Di Natale. Und alle kommen aus der Serie A. Du hättest das nicht besser für mich auswählen können, außer du hast Di Natale. Nee, ich hab gedacht, ach, vielleicht hast du ja Insigne im Pick gehabt und dir dann gedacht, doch, der ist auch MLS. Und da habe ich noch Bale, End of an Era, war eine der coolsten SBCs des Jahres. Ich dachte mir so, vielleicht machst du da irgendwie so einen Rückblick. Und Mukta, weil er ein Allmann ist. Alter, als ob ich hier MLS-Karten einbaue. Ja, ich glaube, es kracht komplett. Das war Quatsch. Leider nicht. Bei dir bitte Stürmer ZOMLM. Ja, da ist auch meine Footies-Karte dabei. Ginola, hoffe, du hast den nicht. Im Sturm, Trophy Titan Icon Ronaldo, sogar First Owner. Aber ja. Und LM Hoing Min Son. Übrigens, bei meinem Kanal ist heute noch das Finale von Alle Karten sammeln rausgekommen. Ich habe den da bislang noch nicht gezogen. Schaut mal, ob es in der letzten Folge geklappt hat. Und bei Julius auch Finale von der RTG. Ne? Also heute ist ein guter Upload-Tag, was FGU angeht. Das stimmt. Gerne abchecken, Männer. Und du darfst alle drei zocken. Ich habe drei Putties, Dybala, Di Maria, Grealish. Nice. Und ich sollte dir auf jeden Fall noch sagen, mein Son ist nicht der Footies-Son, sondern der rote Champion-Son. Ich wollte nämlich nochmal eine dieser Karten einbauen, weil die gibt es ja in der Form in EAFC auch nicht, sondern eventuell ja mal eventbasierte Picks, wenn ich das richtig verstanden habe, oder, Jules? Wäre cool, ja. Sollte so kommen. So, Torhüter-Runde. Und ich hätte außerdem noch gerne deinen Rechtsverteidiger. Okay, im Kasten steht eine Goldkarte, weil es dir nicht mehr gibt. Und das ist The Mike Maignan. Passt halt super zu Pogba. Ja. Einfach nur Serie A bisher bei dir. Mal gespannt. Und Rechtsverteidiger Roussillon. Gerade Alisson und Carvajal. Ich bin mal in eine andere Liga gegangen. Nice. Okay. Ja, bei dir gerne Torhüter und RM. So, das ist bei mir einmal Ramsdale und Anthony. Ist der überhaupt in EAFC? Ja, gute Frage. Ich habe Alisson und Richarlison. Okay. Weiter geht's. Ich hätte gern alles. Rate mal, außer die ZMs. Die Innenverteidiger. Okay. Ja, jetzt könnte es krachen und
Pfeifen oder so. Linksverteidiger Alexandro Foot Birthday. Aber ZMs habe ich zwei. Shapeshifter, Martial, Upamecano. Musiala und Goretzka. Ach Mann. Und Linksverteidiger? Ich hab De Villa. Ich dachte mir halt so, hä, du brauchst nichts mehr für die Serie A. Mach mal da jetzt, komm da mal zum Punkt jetzt. Ja, du hast bis jetzt nur Premier League, was laberst du? Ja gut. So, dann hau mal rein. Alles außer die Innenverteidiger? Ja, na klar. Zinchenko. Aus der Premier League. Aus der Premier League. Hugo Lloris aus der Premier League. Ja, wirklich. Du laberst mich hier voll. Und Joe Gomez aus der Premier League. Nein. Alles klar. Alter, das ist ja wirklich die größte Frechheit. Aber Hugo Lloris darf immerhin raus. Naja, Hauptsache wir sehen nochmal Kwanbo Kwo. Junge, was ein Team, Mann. So, dann noch die Innenverteidiger. Hau mal rein. Da hab ich einmal Eder Militao und, ja, das könnte man erahnen bei den ganzen Franzosen, Petit. Nee, Lucio und Kim Min-jae. Nice. Das ist schon der zweite in Folge, wo ich nichts errate bei dir. Optimal. Dann mal stell deine letzten zwei Premier League Karten rein. Einmal Saliba und daneben Putis, Joe Gomez nochmal. Nee, Spaß. Ich habe Eder Militao und Marquinhos. Ich habe beide. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh Mann, ey. Naja. Wenigstens warst du da nochmal kreativ. Ja, finde ich auch. So, zeig mal her den Aal, das letzte FIFA 23 SBB-Team. Oh je. Schönes Team. Wow. Vor allem die Bronze-Achse hinten in der Mitte. Junge, gestört. Messi, Pogba. Oh mein Gott, er hätte ihn nicht mal gemacht. Ja. Nein. Was ist denn mit dem Ding los? Der hat aber für mich schon so ausgesehen, als ob der reingehen würde. Boah, Junge. Scheiße. Tyram. Ja. Oh mein Gott, nein. Wie schlecht. Nein. Wie gut, Alter. Ach, Mann. Traum. Ja. Opa, Maguire. Die Abwehr ist irgendwie bei dir, ich weiß auch nicht. Weiß nicht, was mit der los ist, ne? Boah. Jetzt aber. Oh mein Gott. Fühlt sich an wie Bronze-Spieler. Hast du gesehen, was da noch in der Mitte abging? Nee, leider nicht. Ach, aber ich hab deinen Stürmer so weggequetscht. Wow, okay. Digga, was? Der war ja crazy, Alter. Ball. Wow. Junge, was ist das Alter. Denn hier? Alle rein. Ghost Crank. Wow, der war aber auch nice. Das ist heute saftig. Longshot-Episode. Mann, du war echt ein verquatscht cooles Game. War verulgt, ja. War sehr verulgt. So, wir kommen zum Diskarden. 4 Stück am Ende. Nochmal 1-2 Tage vor IFC. Einen Ronaldo mitnehmen, das wär's doch jetzt. Du hast sogar doppelte Chancen, einen Ronaldo mitzunehmen. Ja, das stimmt. Bevor wir den ersten Diskarden, Freunde, checkt auf jeden Fall nochmal MyProtein in der Videobeschreibung ab. Mit unserem Code bekommt ihr da immer die besten Rabatte. Einfach die Videobeschreibung abchecken. Und der erste Discard ist sponsored by MyProtein und zwar dein Linksverteidiger. Verarsch mich nicht, Alter. Das ist so gescriptet. Cristiano Ronaldo Footies. Okay.
11 Millionen, aber hey, ja, das ist IAFC. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich komplett... Ja, aber es ist schon irgendwie ein bisschen schade. Ein bisschen schade ist es schon. Ist ein bisschen schade. Junge, was zur Hölle, Junge. Dann würde ich sagen, nehme ich noch deinen Hüter und ZDM. Zinchenko und mein roter Heung-Min Son. Und dann hast du noch einen. Oh Mann, ey. Ach so, stimmt. Dann nehme ich noch den Rechtsverteidiger. Ginola. Moin, Meister. Ach ja. Ja. Oh Mann, ausgerechnet den Goat getroffen, Alter. Freunde, Trümmerbruch ist am Start. Ronaldo, Ginola, Heung-Min Son und Zinchenko in einen Icon-Pick. Vielleicht kriege ich ja wenigstens einen Pelé wieder zurück. Wer weiß. Wer unsere Videos auf den anderen Kanälen verfolgt, weiß, wie schwer das ist, da überhaupt mal, keine Ahnung, einen Toti-Icon Ronaldinho zu ziehen, der mittlerweile auch eine bessere SBC-Karte hat. Und genau so ist es. Nur wieder derselbe Mist wie sonst auch immer. Freunde, das war unser letztes FIFA 23 SBB. Checkt hier noch ein anderes Video von uns ab. Und dann wünschen wir euch einen wunderbaren Start in EAFC. Macht es gut und ciao. Ciao.